Frater Pio von Pietrelcina zählt zu den beliebtesten und bekanntesten Heiligen Italiens. Der Kapuziner und Ordenspriester soll zu Lebzeiten über Heilkräfte verfügt und auch Prophezeiungen gemacht haben. Ebenso zeigten sich auf seinem Körper immer wieder Stigmata, die tausende Pilger anzogen, um seine Messen zu besuchen und Zeugen seiner Wunder zu werden. Pater Pio wurde als Francesco Forgione am 25.05.1887 im süditalienischen Dorf Pietrelcina geboren und fiel sehr früh auf, da er sehr fromm war. Im Jahre 1910 wurde er im Kapuzinerkloster von San Giovanni Rotondo zum Priester geweiht und war seit seinem Eintritt dort tätig. Als im Jahre 1918 an Padre Pios Händen, Füßen und an der Brust plötzlich Wundmale auftraten, wurde er weit bekannt und die Massen pilgerten zu ihm, um seine Messe zu hören oder sich die Beichte abnehmen zu lassen. Obwohl ihm anfangs die Kirche sehr skeptisch gegenüberstand, verheilten die Wunder seither nicht mehr und Pater Pio blieb stigmatisiert. Er widmete sich stets den Armen und Kranken und eröffnete 1956 sogar ein großes Krankenhaus in Pietrelcina. Die Wunder, die rund um ihn geschahen, schlagen sich zu Buche. Er erschien vielen Menschen zur gleichen Zeit an anderen Orten. Er habe Kranke geheilt und er betrieb auch Seelenschau und Prophetie. Eine der spannendsten Prophezeiungen, die er jemals machte, ist ein Ereignis, das viele andere Seher ebenso kommen sehen. Die sogenannte dreitägige Finsternis. Stürme, Unwetter, Blitze und Erdbeben werden die Erde bedecken. Ein ständiger Feuerregen wird da niedergehen. Die ganze Welt wird in Dunkelheit eingehüllt sein und in dieser Zeit würde ein Drittel aller Menschen sterben. Er hatte einige Tipps für diese drei Tage festgehalten, wie zum Beispiel, man solle nicht aus dem Hause gehen und auch nicht aus dem Fenster sehen. Das Gebet war seiner Meinung nach das wichtigste Werkzeug, um diese dunkle Zeit zu überstehen. Seinen Worten zufolge sind Gebete ein Schlüssel, der das Herz Gottes öffnet. Haltet eure Fenster geschlossen und schaut nicht nach draußen. Zündet eine gesegnete Kerze an, sie wird tagelang brennen. Und betet. Am 23.09.1986 verstarb der vielgeliebte Pater im Alter von 81 Jahren und seine sogenannten Wunder wurden posthum eingehend untersucht. 2002 wurde er dann vom Papst Johannes Paul II. Heilig gesprochen. Einem jener Menschen, denen er die Zukunft richtig vorausgesagt hat. Denn dem jungen Karol Wojtyla sagte er voraus, dass er Papst werden würde.